Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im vergangenen Jahr habe ich schon davon gesprochen, ich will hier in dieser Werkstatt eine Kleinserie starten. Und darum geht es auch in dem heutigen Video. Im heutigen Video werde ich euch alle Schritte zeigen, die es halt eben braucht, bis das Projekt fertig ist. Und später werde ich dir auch zeigen, wofür das Ganze ist. Außerdem werde ich dir später im Video eine sehr, sehr tolle Möglichkeit zeigen, wie du Eichenholz sehr schön verfeinern kannst, damit du halt eben eine andere Optik erhältst. Ich habe hier schon einen Prototyp gebaut. Den werde ich euch aber noch nicht zeigen. Hier seht ihr das Material für das heutige Projekt. Das ist Eichenholz. Leider haben wir hier sehr, sehr viele Fehler drin. Sehr, sehr große, lange Risse. Sollte aber auch kein Problem sein. Da werden wir einfach drum rumschneiden. Und das hier können wir jetzt erstmal ablenken, denn zum Glück brauchen wir nicht so lange Stücke. Das macht das Handling ein bisschen einfacher. Unsere ganzen Kanteln sind jetzt als mal grob vorgeschnitten. Das bedeutet, hier sind noch einige Fehler im Material, die rausgetrennt werden müssen, denn manche Astlöcher sind einfach viel zu groß und teilweise sind die Stärken von dem Material hier leicht unterschiedlich. Ich mache das aus dem Grund, weil ich sonst viel Material verschwenden würde und das will ich auf keinen Fall. Und außerdem merkt man diesen Materialunterschied, also was die Dicke angeht, wird man später im fertigen Projekt sowieso nicht wirklich sehen, weil die Leimfuge sowieso fast unsichtbar sein wird, wenn das Ganze hier manierlich miteinander verleimt wird. Also Material gespart, ein bisschen Material nicht unnötig verhobelt und das Ganze sieht man sowieso nicht. Ich kann mit diesem ganzen Holzhaufen jetzt wieder zur Tischkreissäge fahren, denn dieses ganze Material werden wir jetzt in dünne Streifen schneiden. Ich mache das Ganze aus dem Grund, damit halt eben das spätere Brett, wir werden daraus hier ein Brett verleimen, möglichst stabil bleibt und halt eben nicht anfängt sich zu werfen. Ich könnte das Ganze irgendwie auftrennen, aber da ist halt eben dann einfach die Problematik, dass wir hier ein großes einzelnes Holzteil haben und wenn da irgendwie Feuchtigkeit draufkommt oder ein Sonnenschein mal ein bisschen länger drauf scheint, kann es halt eben passieren, dass sich das Ganze biegt. Und wenn ich das Ganze als Leimholz herstelle, das bedeutet hier durchgehende Streifen miteinander verleime und darauf so ein bisschen auf die Leimregel achte, dann ist das Ganze bedeutend stabiler und falls das Ganze mal rund wird, wenn zum Beispiel Feuchtigkeit draufkommt oder ein Lichtschein draufkommt und das Ganze sehr, sehr warm wird, dann kann das Ganze auch später, wenn dieser Einfluss wieder weg ist, eher wieder gerade werden. Das ist der ganze Grund und generell ein Leimholz, wo man auf die Leimregel achtet, ist stabiler als ein einzelnes Brett. Und außerdem sieht das später im verleimten Objekt dann viel, viel schöner aus, wenn wir hier diese ganze Struktur drin haben. Ich habe jetzt ungefähr 600 Streifen geschnitten, das waren viele Streifen. Hier seht ihr noch ein paar rumliegen. Da sind natürlich auch viele Streifen dabei, die ich nicht benutzen kann, weil da halt eben ein paar Fehler im Material drin sind. Hier seht ihr ein paar Streifen, die ich zum Beispiel nicht benutzen kann. Hier haben wir einen großen Ast. Hier haben wir auch einen Ast, der nicht mal zu schlimm wäre, aber das spaltet das Holz jetzt zu sehr. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch einen Fehler im Material. Das ist eine Furche, die ist zu tief. Hier zu viele Ausrisse. Und generell finde ich es okay, wenn leichte Fehlermaterial drin sind. Die geben dem Material halt einfach dem Brettchen so ein bisschen mehr Charakter. Aber das hier ist natürlich viel zu viel. Deswegen sind hier einige Stücke dabei, die ich einmal nicht benutzen kann. Fällt halt eben auch immer bei Massivholz an. Manch einer wird sich jetzt vielleicht fragen, Philipp, warum schneidest du überhaupt so viele Streifen? Kann man das nicht irgendwie an einem Stück größer machen, dass man nicht so viel zuschneiden muss? Wahrscheinlich wird das irgendwie gehen, mit einer großen Bandsäge könnte man auch aus einer großen Bohle direkt eine Scheibe heraustrennen. Aber ich mache das ganz bewusst, denn das hier ist viel langlebiger, denn durch diese Verleimung ist das Ganze halt eben formstabiler. Das bedeutet, wenn man hier auf die Leimregel achtet, zum Beispiel Kern auf Kern, Splint auf Splint, jedes zweite Mal gestürzt, dann bleibt das Brettchen auf die Dauer gesehen gerade.
Denn viele kennen es bestimmt von euch, wenn ihr mal im Baumarkt wart und habt dann dort größere Bretter gesehen, die sind meistens rund. Und das liegt halt auch einfach am Material selbst. Aber wenn man das Ganze hier so verleimt und dann sein eigenes Leimholz herstellt, ist das viel formstabiler. Und ich will natürlich, dass man damit niemals Probleme hat. Und deswegen mache ich mir die Arbeit, verleime das Ganze dann entsprechend zu einem größeren Brettchen dann wieder zusammen. Und so mache ich es. Ich verleime diese Brettchen sehr, sehr gerne in meinen Rohrschraubzwingen. Da ist das Ganze später, wenn es verleimt ist, nicht so schwer. Das heißt, man kann es gut positionieren, dass es da noch lange genug trocknen kann. Und die Brettchen bleiben halt auch vor allen Dingen beim Leimen gerade. Und das Handling ist auch viel, viel einfacher. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel so ein Brettchen. Hier haben wir so ein bisschen Struktur drin. Es ist kein richtiger Fehler, aber es gibt dem Brettchen halt einfach so einen schöneren Look. Und so habe ich eben diese ganzen Brettchen jetzt miteinander verleimt. Und jetzt kann auch schon wieder gehobelt werden. Fertig gehobelt sind diese ganzen Brettchen jetzt schon mal. Hier kann man jetzt auch schon mal so ein bisschen die Struktur von dem Holz erahnen. Manche Bretter sind auch jetzt noch ein bisschen breiter als die anderen. Das ist aber auch nicht so schlimm, denn zuschneiden müssen wir sie ja sowieso noch. Und das hier werde ich jetzt erstmal grob an meinem Langbandschleifer schleifen, damit die Oberfläche schon mal so ein bisschen vorbereitet wird. Gerade bei diesem Projekt hier fallen in der ganzen Werkstatt Leisten an. Und übrigens sind auch überall so ein paar Brettchen, die dann zwischendurch aussortiert werden, die dann nicht breit genug sind oder wo dann doch ein Fehler aufgefallen ist. Hier kann man das so ein bisschen ja ahnen. Da ist nämlich jetzt ein kleiner Riss sichtbar geworden. Deswegen kann ich das hier natürlich nicht benutzen. Ein schönes Brettchen ist es trotzdem. Ich zeige euch mal hier den Unterschied zwischen gehobelt und geschliffen. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera so ein bisschen erkennen. Wir haben hier noch so ein bisschen Struktur von den Hobelmessern drin. Glatt ist es noch nicht. Es ist zwar plan, aber richtig glatt ist es noch nicht. Und wenn wir jetzt uns hingegen hier diese Oberfläche ansehen, die ist jetzt schon wirklich sehr, sehr toll. Also sie fühlt sich schon fast fertig an. Aber auch die Oberfläche ist natürlich noch nicht fertig, denn wie eben gesagt, ist das hier nur der Grobschliff. Alle Teile sind jetzt fertig zugeschnitten und jetzt kann ich mich mal darum kümmern, die ganzen Kanten schon mal am Kantenschleifer zu schleifen. Und dafür geht's wieder an die nächste Maschine. Hier in den Brettchen sollen jeweils Abrundungen drankommen und das mache ich hier mit einem Bündifräser an dem Frästisch. Da fällt mir gerade ein, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt, das ist wirklich toll, das Teil. Das ist nämlich ein Frästisch mit drei Spindeln. Da kann man hier den Tisch hochklappen und dann zeige ich euch mal ganz kurz, was sich darunter verbirgt. Hier oben seht ihr zum einen schon mal zwei Fräser. Ich kann jetzt noch einen dritten einbauen, der ist aber noch nicht eingebaut. Hier darunter seht ihr dann auch schon die drei einzelnen Fräsmotoren und die haben einen sehr, sehr cleveren Mechanismus, mit dem man das Ganze per Exzenter nach oben fahren kann. So richtig ist die Maschine aber noch nicht aufgebaut. Ich habe noch ganz, ganz viel Zubehör, was wirklich sehr, sehr, sehr durchdacht ist. Und das werde ich euch aber in einem eigenen Video zeigen. Jetzt werden wir erstmal die Brettchen fertig machen. Also, ich habe hier einmal meine Schablone. Den Tisch kann ich jetzt wieder runterklappen. Und jetzt kann ich halt eben in dem Fall den Fräser ganz einfach nach oben fahren, bis das Ganze richtig eingestellt ist. Ich kann das jetzt feststellen.
Normalerweise hat man hier eine Rasterung, aber die muss ich erst noch einstellen. In dem Fall habe ich das noch nicht eingestellt, aber wie gesagt, das wird es irgendwann in einem eigenen Video geben. Die Maschine ist jetzt eingerichtet und wir können jetzt loslegen zu fräsen. Gedacht, in der nächsten Station geht es auch wieder um das Thema Schleifen. Gerade haben wir ja hier diese ganzen Kanten mit einem Abrundfräser abgerundet und die Kanten müssen natürlich jetzt noch geschliffen werden, damit sich das auch schön in den Händen anfühlt. So ist es noch ein bisschen rau, aber hier die ganzen Kanten werden jetzt einmal mit ein bisschen Handschleifpapier nachgeschliffen, damit die sich halt auch einfach schön in den Händen anfühlen. Und das mache ich hier an meiner Werkbank an dieser Ecke. Viel Arbeit war es bis zu dem jetzigen Schritt. Im Prinzip wären die Brettchen jetzt auch schon fertig, sodass man sie halt eben von der Oberfläche her auch fertig machen könnte. Gelasert müssen sie auch noch werden. Bohrungen müssen auch noch gemacht werden. Und im Prinzip wären das so die nächsten Schritte, aber die sollen vom Look her noch so ein bisschen verändert werden. Das hier ist ja Eichenholz und Eichenholz hat halt eben den schönen Vorteil, dass in diesem Material Gerbsäure enthalten ist. Und deswegen werde ich gleich eine Technik anwenden, die nennt sich Räuchern. Hier kann man halt eben mit Ammoniak den Look von dem Holz verändern. Das wird nämlich dann ziemlich dunkel und das macht man mit Ammoniak und das ist jetzt eben der nächste Schritt, den ich jetzt anwenden werde, damit die Brettchen halt eben dunkel werden. Ich zeige da eben mal, wie das Setup aussieht, damit ich diese ganzen Brettchen halt eben vom Look her verändern kann. Ich habe jetzt hier einen Kunststoffbehälter und der ist ganz wichtig, dass wir halt quasi einen fast luftdichten Raum haben. Und hier drin muss ich jetzt als erstes mal meine ganzen Holzteile drin platzieren. Ich habe hier so ein paar verschiedene Stapelmöglichkeiten schon ausprobiert. Ich werde jetzt bei einer größeren Menge mal diese mit Hölzchen ausprobieren. Ich nehme jetzt einfach meine Brettchen und stapel die hier drin. So, und jetzt nehme ich mir den Ammoniak und stelle den hier in meine Kammer, damit das Ganze hiermit halt eben begast werden kann. So sieht dann übrigens ein Brettchen aus, wenn das Ganze über Nacht in so einer Kiste drin war. Das ist jetzt geräuchert. Man sieht jetzt hier ganz stark, wie sich das Material verdunkelt hat. Und das hier werde ich jetzt ölen. Viel Zeit ist schon wieder vergangen und heute habe ich auch ein bisschen Hilfe in der Werkstatt, das seht ihr aber gleich. Die Brettchen sind jetzt fertig geölt und auch fertig geräuchert und ich werde euch jetzt erstmal zeigen, wie sie jetzt schon mal aussehen, denn ich bin wirklich total begeistert, wie das Ganze jetzt schon geworden ist. Hier sehen wir schon mal die grundsätzliche Oberfläche und die Optik, gefällt mir wirklich total gut. Wir haben durchgängiges Holz, teilweise ein paar Verästelungen. Ganz, ganz wichtig, jedes Teil ist auch in diesem Fall ein Einzelstück. Hier sehen wir zum Beispiel in dem Fall so ein bisschen einen Splintansatz. Das ist jetzt heller geblieben beim Räuchern. Hier auch nochmal ein ähnliches. Also es variiert auch wirklich ganz stark von Brett zu Brett. Das Holz räuchert nämlich dann noch unterschiedlich. Sieht aber, wie gesagt, sehr, sehr schön aus. Alles schön rund geschliffen. Wirklich eine tolle Sache. Das hier ist der Bausatz, das ist ein sogenannter Ringbuchhalter. Das ist jetzt für vier Löcher gedacht. Und dann habe ich auch hier die passenden Buchschrauben. Die sehen wirklich sehr, sehr schön aus, denn wenn man hier normale Schrauben reinpacken würde, wäre das nicht ganz so schick. Wie gesagt, hier kann man auch wirklich sehr, sehr toll variieren. Ich werde euch gleich auch noch zeigen, wie die Julia in dem Fall, sag mal hallo, hi, wie die das Ganze dann gleich auch festschraubt. Je nachdem, wie man das Ganze einsetzen möchte, könnte man hier auch zwei DIN A5 Papierstreifen dann festmachen und dann kann man halt eben schön variieren, ob man jetzt zwei DIN A5 Streifen haben will
ob man jetzt eine DIN A4 Menükarte haben möchte. Da kann man hier halt schön variieren. Aber jetzt müssen wir erst ein bisschen arbeiten, damit man sie auch gleich mal schön präsentieren kann. Das hier ist meine Vorrichtung. Da habe ich hier zwei Anschläge. Und jetzt muss ich halt immer so ein bisschen schauen. Manche Bretter sind minimal länger und manche sind halt eben minimal kürzer. Hier schaue ich halt einfach, dass ich immer gleichbleibende Brettchen habe. Also es ist wirklich nur sehr, sehr wenig. Aber wir wollen das ja sehr genau bohren. Deswegen schaue ich da immer jeweils nach. Und immer wenn ich dann eine neue Länge habe, wenn sie zum Beispiel einen Millimeter länger sind, dann gehe ich hier einmal meine Bohrposition einfach ab und überprüfe das zunächst, damit die Bausätze halt auch eben entsprechend gebohrt werden. Ja, das ist okay. Kann ich mal gucken, ob die da so gehen. Und jetzt sind wir auch schon an dem vorletzten Schritt angekommen. Hier sehen wir den Arbeitsplatz, wo die liebe Julia die Bausätze festschraubt. Da zeige ich euch mal gerade einmal, was fix. Denn wie gesagt, da kann man sehr, sehr toll variieren. Schubidubidubidu, wo haben wir's? So, Beschläge. In den letzten Tagen haben wir hier das Lager komplett neu organisiert. Das bedeutet vieles, vieles, was auch den Wareneingang angeht, wird dann direkt hier in solche Kisten reingepackt. Da hat man einfach eine bessere Übersicht. Gerade wenn man so viel verschiedenes Zeug macht, ist das hier ein sehr, sehr tolles System. Darum soll es aber gar nicht gehen. Ich habe hier nämlich noch andere Menükartenhalter oder Ringbuchhalter, mit denen man halt auch wirklich sehr, sehr tolle andere Varianten, die ich eben schon kurz angesprochen habe, umsetzen kann. Da könnte man zum Beispiel nämlich einfach auch kleinere Brettchen herstellen und dann halt eben die Menükartenhalter so anbringen. Und dann hat man halt eben eine kleine Karte, ist für manche Varianten vielleicht auch eine ganz schöne Alternative. Hier ist nochmal übrigens das Beispiel. Das hier ist auch nicht einmal so fein geschliffen, das war nur mit dem Langbandschleifer geschliffen. Hier war leider ein Fehler, deswegen musste das rausgeschnitten werden. Kann man alles machen, das ist echt toll mit hier diesen Bausätzen. Da muss ich jetzt immer den Daumen in die Kamera zeigen. Ich weiß auch nicht, Daumen ist doch immer praktisch, oder? Und jetzt kommen wir auch tatsächlich zum allerletzten Schritt. Dann kann ich euch mal zeigen, wie diese ganzen Teile fertig aussehen. Und zwar ist das das Lasern. Zeig mal her, was wir da gerade machen, Julia. Hier sind jetzt die, die noch gelasert werden müssen. So, wenn die dann fertig sind, dann kann man hier wieder die Gelaserten rausnehmen. Die werden jetzt aber nochmal nachbearbeitet. Dann werden die einmal komplett noch ein bisschen geschliffen. Das ist ganz gut für die Oberfläche. Zeig mal, wie es Gelaserte aussieht. Und zack, ist echt schön genutzt. Julia ist heute nicht so gesprächig, denn gestern war ja Fasching, ne? Nein, muss auch mal sein, ne? Was sein muss, das muss sein, gell? Das ist dann wirklich schön, wenn man ganz am Schluss viele, viele von solchen Teilen sieht, die dann noch echt alle richtig gut geworden sind. Ist echt eine feine Sache. So, die Brettchen sind jetzt fertig und ich zeige euch jetzt mal noch ganz kurz, wie das Ganze aussieht, wenn man da dann auch eine Karte reinpackt. Also, das ist unser Menükartenhalter bzw. unser Menükartenbrettchen. Und hier können wir halt jetzt eben einfach so ein laminiertes Stück Papier nehmen. Da ist jetzt natürlich keine Menükarte drauf, das ist nur ein Muster. Da können wir das Ganze jetzt hier reinpacken und haben eine schöne Menükartenhalterung. Und können das halt eben dann immer den Gästen geben, wenn die halt eben was essen wollen. Schön ist auch in dem System einfach, dass man es sehr toll variieren kann. Einmal angenommen, wir hätten die DIN A4 Menükarten. Die können wir jetzt einmal hier reinpacken. Können hier jetzt auch schön drin blättern. Haben, wie gesagt, ein schönes Brettchen als Unterlage. Und da kann man auch sehr kreativ mit werden. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, wir haben vielleicht irgendwie noch eine Nachspeisekarte, die könnten wir auch hier reinpacken. Und man ist halt hier wirklich sehr flexibel. Man kann hier das Ganze schön gestalten. Man könnte es dann theoretisch auch noch so
irgendwie platzieren. Also um Gottes Willen, ich habe keine Gastronomie, aber ich glaube, das Schöne hier ist auch einfach, dass man die Speisekarten oder Getränkekarten oder was auch immer, je nachdem, was für eine Jahreszeit ist, da muss man die nicht immer komplett neu bestellen, weil ich habe da so ein bisschen geschaut, was es gibt und natürlich kann man die komplett aus Papier sich jeweils extra drucken lassen, aber so kann man einfach als Wirt zum Beispiel eine Menükarte drucken, laminiert die einfach ein und wenn man dann sagt, okay, jetzt haben wir das Winterprogramm, dann können wir das einfach nehmen. Könnt das rausnehmen. Kann dann auch, wie gesagt, noch hier das Ganze so benutzen. Und es ist sehr, sehr einfach, dann irgendwie das Ganze anzupassen, wenn man es halt eben anpassen möchte. Finde ich wirklich toll. Ein tolles Produkt. Und ja, das war jetzt die erste Kleinserie, die ich hergestellt habe. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, wenn ihr euch auch dafür interessiert. Und genau, ganz, ganz tolles Eichenholz. Schön geräuchert, schön geölt und sehr edle Bausätze. Damit hat man auf jeden Fall sehr, sehr lange Spaß. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert doch gerne den Kanal. Hier erscheinen regelmäßig Videos zum Holzbau, zum Metallbau. Manchmal baue ich auch einfach so ein Sägewerk. Also da gibt es ganz, ganz viel, was auch in Zukunft noch hier auf dem Kanal kommen wird. Hier sind jetzt noch zwei weitere Videos. Schaut ihr auch euch ganz gerne an. Und bis zum nächsten Video wünschen wir, die Julia, die auf der Couch liegt, und ich euch einen ganz schönen Tag, oder? Du musst sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss von der Julia und Tschüss von mir.